Beginnen möchte ich nochmal einfach damit, wer wir eigentlich sind. Wir sind ein Bündnis von Mitarbeitenden des Gesundheitswesens. In Berlin wurde der Walk of Care bereits 2016 gegründet. Und in Stuttgart findet heute am 12. Mai der Walk of Care bereits zum 4. Mal statt. Ferner sollen sich Pflegekräfte über ihre Berufsorganisationen engagieren. Für uns schließt das eine Verbindung mit Anhängerinnen von Verschwörungserzählungen, Corona-Leugnern und Querdenkern aus. Ja, ich möchte noch dazu sagen, es war ein wichtiger Tag insofern, weil es ist ja der Tag der internationalen Pflege. Und wir sind ja alle Kollegen. Ja, egal ob geimpft oder ungeimpft, egal ob man uns einer Meinung ist oder nicht, das ist für mich persönlich nicht so schlimm, wenn jemand andere Meinung hat wie ich. Ich habe versucht, 3 Minuten Redezeit zu bekommen, habe ich nicht gekriegt. Ja, Pflegeaufklärung, komische Sache. Man wirft uns ja vor, dass wir spalten, aber das tun wir natürlich nicht. Wir sehen alle Kollegen als gleichwertig an, ob geimpft oder ungeimpft. Hier geht es um die Gesundheit der Patienten und hier geht es auch um die Gesundheit von uns allen. Warum haben wir uns nicht impfen lassen? Weil wir natürlich eine Abwägung machen. Wir lesen Studien, also ich bin Intensivpfleger, arbeite seit 30 Jahren auf Intensivstationen und viele Kollegen auch. Und wir sehen natürlich seit Anfang der Impfkampagne Impftote, schwere Komplikationen. Und so haben wir für uns entschieden, nein, das Risiko, dass wir an Covid-19 versterben, ist für uns persönlich geringer, als dass wir an der Impfung Komplikationen erleiden. Und so haben wir uns gegen eine Impfung, habe ich mich auch gegen eine Impfung entschieden. Ich habe durchaus am Anfang auch darüber nachgedacht und habe mich halt fachlich informiert. Die Pflege!